Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance, meinem Ersteindruck. Ist ja schon Folge 3. Wir wurden gerade mächtig vermöbelt. Ich war bei Mami, die hat mich wieder heile gemacht. Und jetzt frage ich doch noch hier meine nichtsnutzigen Freunde, warum sie da jetzt rumstanden und nichts gemacht haben. Ich hätte gedacht, die helfen mir dann wenigstens. Das ganze Haus ist voller Scheiße. Das weiß ich, ich war dabei. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Okay. Das ist jetzt eine kleine, ja, Inhaltsunlogik, denn wir waren dabei, das müssen wir uns nicht erzählen. Aber ich kann Ihnen jetzt wenigstens sagen, ihr könntet mir einen Gefallen tun, denn ich wurde gerade böse vermöbelt. Aua. So, dem Deutschen haben wir es gezeigt. Jetzt ist der Nächste dran. Noch eine Abreibung? Ha! Bin dabei. Kuhne schuldet meinem Vater Geld, aber er will nicht zahlen. Also muss ich es aus ihm rausschütteln. So sehen wir auch gerade aus. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Ja, könnte man jetzt wieder sagen, es wäre unfair, aber naja, wir sind im Mittelalter. Das nehme ich jetzt immer als Standardausrede. Ob er sich daran erinnert, dass er mich gerade... Schwing deinen Arsch raus! Ich muss dir was zeigen! Er ist draußen. Was zur Hölle machst du da? Ich mach nix. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ja, das machen wir nachher. Versuch's doch, alter Saufkopf. Okay. Ich dachte, ich könnte ihm jetzt da so mal sein Haus untersuchen, aber nein, wir kriegen wieder eine Zwischensequenz. Vermutlich, weil der jetzt schon besiegt wurde. Genug, genug! Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Ich könnte einen Happen vertragen. Ja, wir essen ja dann was. So, und zur Strafe, weil er mich verprügelt hat, nehme ich mir auch seine Axt schon mal mit. Wir dürfen uns ja alles nehmen, was wir wollen, hat er gesagt. Ja, ist eigentlich eine traurige Gestalt, dieser Kunesch, wenn man es jetzt mal aus der empathischen Geschichte sieht. Der wohnt nämlich hier in dieser verlassenen, verfallenen Bude und hat eigentlich nichts, wie ihr sehen könnt. Der wohnt hier also auf der Müllhalde, könnte man so sagen, ja. Aber okay, wir sind ja hier nicht, um barmherzige Samariter zu spielen. Ziemlich hungrig. Jetzt hör auf zu jammern. Sondern wir sind ja hier gnadenlos, knallhart und haben einen Auftrag zu erledigen, sonst kriegt ja unser Vater Ärger, ne? Also, von daher, nein, von ihm möchte ich lieber nichts essen, glaube ich. So, und da ist der Hammer und die Nägel, die er, hätte uns auch gleich geben können, hätte er sich das alles gespart. So, jetzt haben wir was gefunden, was ich verkaufen lassen würde. Das ist schon mal gut. Jetzt gehen wir auch hier raus. Ich will bei dem nicht so viel Zeit verbringen. Das Elend muss man sich ja nicht angucken, ne? Also. Ich könnte einen Happen vertragen. Ach, jetzt hör doch auf, als rumzujammern. Dann essen wir halt mal was. Nämlich hier einen guten Apfel. Ist das da oben? Heilung ist dann aktiv. Okay. So, ich esse mal 3 Äpfel, also ich wäre da satt, er offensichtlich nicht und wir sind immer noch blutverschmiert. Wie sieht denn das aus? Naja. Meister, was kostet denn eigentlich die Kohle? Willkommen, Heinrich. Ja, diese komischen Ladebildschirme sind ein bisschen störend. Man kennt sie auch so eigentlich nicht mehr, aber leider hier aktiv. Guten Tag. Lass uns handeln. So, Holzkohle kostet das Stück 0,5. 10 sollen wir mitbringen, das sind also 5. Und wir haben ganz einfach 0, okay. 0 ist schlecht.
Können wir irgendwas verkaufen? Warum sind denn unsere Hosen so viel wert? Also nein, ich werde bestimmt jetzt nicht meine Hose verkaufen. Ach, das reicht auch nix. Nee, damit bin ich jetzt nicht glücklich. Möchte ich jetzt nichts von meinem Zeug verkaufen? Ich habe sowieso nichts dabei, wirklich. Aber wir haben noch andere Optionen. Vielleicht haben die andere Preise. Also ich meine, es ist ja nur ein Köhler, also der hat jetzt ja bestimmt nicht so viel mit Handel zu tun. Was ist denn mit dem hier? Gott sei mit dir. Ja, ich weiß. Gesundheit. Gnade dir auch. Und kannst denn du bessere Preise verkaufen für mich? So. Preise verkaufen? Was erzähl ich denn da für ein Mist? Hast du bessere Preise für mich? Wäre die korrekte Frage. Lass uns handeln, sagte der blutverschmierte Knabe zur Händlersfrau. Ich wollte gerade sagen, was sind denn das für fremde Sachen? Aber nein, das sind ja seine. Ja, ihre. Eine braune Steppjacke. 110,6. Mein Gott, ist das alles teuer. Ah, eine Fackel kann ich auch kaufen. Okay, und verkaufen. Wo ist denn eigentlich diese Axt? Da. Gut, 3,5, 5,5, 6,5. Das würde sogar reichen, oder? Andererseits, die Axt ist natürlich schon... Vielleicht ist das eine Waffe, eine Axt? Nö. Vielleicht, Moment, wir probieren mal was aus. Vielleicht kann ich ja unserem Vater das Zeug wiederbringen. Ja, ich konnte zwar das Geld nicht besorgen, aber ich habe immerhin die Waren zurückgeholt. Oder ist das jetzt Schönreden? Nö, ist doch okay, oder? Können wir auch gleich berichten, dass wir uns verprügeln haben lassen, nur um diesen blöden Hammer zu kriegen. Aber ich glaube, auf Mitleid brauche ich hier nicht zu setzen. Das werde ich hier nicht kriegen. Hallo, Papa. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Nö. Ich habe alles von Kunisch. Genau. Ein toller Name. Kunisch. Kunisch hat sich geweigert zu zahlen. Also habe ich deine Sachen einfach wieder mitgenommen. Hat er sie dir gegeben oder hast du sie gestohlen? Wenn er dafür nicht bezahlt hat, gehören sie noch uns. Wie kann man etwas stehlen, das einem gehört? Da ist was dran. Her damit. Und hier hast du etwas Geld für den Rest. Ach, jetzt hat er die Axt noch mitgenommen. Okay. Na gut. 7 Groschen. Tja, gehen wir mal Kohle kaufen, würde ich sagen. Aber hallo. Ja, da müssen wir nur noch die Kohle kaufen und ganz wichtig, Bier. Da freut sich der Papa bestimmt. Ach, da ist ja einer am Brunnen. Da ist ja eine schöne Suppe da drin. So, ich habe Geld. Ich werde es benutzen. So, lass uns handeln. So, ich hätte gerne Holzkohle. Die lege ich jetzt in den Warenkorb mit E. Und zwar hätte ich gerne 10 Stück und sage annehmen. Kostet mich 5 Groschen. Dann wechsle ich jetzt in den Warenkorb und sage Handel abschließen. Und dann habe ich meine 10 Stück gekauft und habe sogar noch 2 Groschen über. Also kann man noch ein gutes Bierchen kaufen. So mein Plan.
Nein. Ich will nichts entfernen. Ich möchte den Handel abschließen. Auf X, bitte. So, 10 von 10. So, hoffentlich geht's diesmal ohne Ärger hier. Ich schleiche mich mal vorsichtig an. Außerdem möchte ich mal diese Bianca sehen, diese Traumfrau. Wir haben dem Deutschen Kacke an die Wand geworfen. Seid ihr jetzt glücklich? Trinkst du Wasser? Unfassbar. Hallo. Ist das dunkel hier. Ist doch eben da reingelatscht. Bianca. Bianca? So ein tolles Geschoss. Bianca. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Bist du jetzt eigentlich überhaupt meine Schnalle, oder? Da, bitte sehr. Tut er nur so. Gesundheit. So gar nichts geflossen. Ja, Mädel, jetzt zeig dich doch mal von vorne. Ich will dich nur deinen Hintern sehen. Komm, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ich versuche dich eigentlich mit E anzuklicken, weißt du? Kann man sich auch für später mal merken. Ja, ist ja gut. Jetzt kann ich mit dir reden. Zeig dich mal. Neulich in der Fußgängerzone. Ich wollte dich nur mit E anklicken. Ich wollte nix. Grüß dich, meine Liebe. I. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Ja, wenn man von dem Blut mal absieht. Soll ich mal schleimen? Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier für Vater. Der Deutsche redete Bockmist. Das ist irgendwie jetzt nicht so eine wirkliche Antwort auf das, was sie gesagt hat, finde ich. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug, wie immer? Jawohl. Einen kalten aus dem Keller. Genau. Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Echt jetzt? Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Baniak? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Das weiß ich selbst nicht so. Mir mich im Schwertkampf zu unterlassen. Ja, ich weiß es. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Jo, bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Was denn? Ach ja. Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha, du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Ja, das ist jetzt halb... Hey, hey, hey. 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 Unfreundlich hier. So, stelle ich mich in die Ecke. Das ist nämlich jetzt alles halb so amorös, wie es geklungen hat, denn ich habe Retterschnaps bekommen. Leider hat der Kodex so schnell wieder abgeschaltet. Da ich den gerade mal wieder einwerfen muss hier. Wenn ich ihn dann gleich mal finden würde. Sonst muss ich das frei erzählen und ich habe Angst, dass ich da jetzt Mist erzähle. Kann ich hier vielleicht auch suchen. Nee, ich glaube, ich finde das jetzt so schnell nicht. Nun ja, also Retterschnaps. Ich kann mir das so bestimmt im Inventar anzeigen lassen, das Zeug. Ohne ihn jetzt gleich zu trinken, das wäre nämlich fatal. Wo ist er denn? Da, Retterschnaps. Ah, auf Q gibt es noch eine Info. Und zwar... Abgenutzte alte Stiefel. Oh, nein. Moment, wir kriegen das hin. Retterschnaps. Unsere alte Stiefel. Gut, dann klicke ich ihn mal an. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Nämlich eine ausgefallene Spirituose. Okay, da steht das jetzt nicht nochmal drin, außer dass es 7% Alkohol hat.
Und zwar ist das die einzige Möglichkeit derzeit, sage ich mal, manuell unterwegs zu speichern, indem man nämlich so einen Retterschnaps sich einwirft und dann eben vor Ort abspeichert. Ansonsten geht das nur bei ausgesuchten Betten in der Welt. Ja, bin ich jetzt persönlich nicht so ein Fan von. Ich bin zwar auch jetzt nicht so der, ich muss alle 3 Sekunden Quickload Quicksave drücken, aber das haben schon viele kritisiert. Ich vermute mal, dass da auch noch eine Änderung kommen wird. Wir haben uns eben schon gesehen, Bianca. Und heute Abend geht's so rund. Angeblich. So, und die zwielichtige Type, die haben wir vorhin auch schon gesehen, als wir reingekommen sind, nämlich er hier. Kampfmeister Wanjek. Wir könnten ihn ja mal ansprechen. Jetzt, wo wir eh gerade hier sind. Bevor er dem Vater dann das Zeug bringen. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Na klar. Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahinsiechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Nee, noch nicht. Wir müssen nur das Zeug abliefern. Ja, aber vorher muss ich noch etwas erledigen. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Du bist doch gegen mich gelaufen. Sei nicht so pampig. Denn wir müssen ja noch hier unser Zeug abliefern. Das möchte ich jetzt auch gerne erst erledigen, laut Questlog, nämlich... Ach nein. Ach, wir sollen jetzt schon zum Training. Ich dachte, wir geben das erst ab. Okay. Seht ihr mal, wie ich aufpasse, ne? Gut, dann gehen wir noch zum Schwerttraining. Das haben wir auf der Uhr. Ja, das wird sich ja wohl jetzt nicht so ewig hinziehen. Da ich nicht weiß, wo der Schafspferch ist, laufe ich einfach mal dem Knaben hinterher und beobachte seinen strammen Hintern. Nein, natürlich nicht. Ich vermute mal, es ist das kleine Holzhütchen da hinten, denn ich sehe da auch Schafe. Könnte der Schafspferch sein? Ist jetzt eine gewagte Spekulation, ich weiß. Und ich vermute mal, wir müssen das alles so heimlich machen, weil wir als Nicht-Adliger mit Sicherheit eigentlich gar nicht mit dem Schwert rumfummeln dürfen. Hallo, Schäfchen. Hätte ich jetzt eine Schere dabei, könnte ich mir ein Bett bauen, aber dann wäre ich in einem ganz anderen Spiel. Der Kampfplatz. Was ein toller Kampfplatz. Jo. Also, legen wir los, oder? Na, kann's losgehen? Jawoll, ja. Ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Ich hoffe, er erwartet da jetzt nicht so viel. Ich war schon im Boxen nicht so toll. Gut. Hab ich ein Holzschwert? Ah, nee. Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Okay, das kriege ich hin, wenn ich nicht wieder an irgendwelchen Leuten rumhänge. Ich kann mit A und D umkreisen, okay? Das macht mich ein bisschen wuschig. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Das kriege ich hin. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Also auf diesem Stern hier kann ich jetzt mit der Maus steuern, von wo ich schlagen will. Das ist relativ realistisch. Versuchen es mal von der Seite. Okay, das war jetzt wieder telegrafiert, wie ich schon mal Boxen gesagt habe. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Okay, jetzt versuchen wir noch einen Stichangriff. Jetzt.
gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Ja. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kind. Okay. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Na, das glaube ich dir aufs Wort. Wenn du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Okay, machen wir eine Combo. Okay. Ja, im Training sieht das ja noch einfach aus, ne? Da wehrt er sich ja auch nicht. Ich will nicht wissen, wie kompliziert das dann später mal ist gegen echte Gegner. Okay, Kombos haben wir auch. Das genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Ja, nein, bestimmt nicht. Nicht mit der Steuerung. Da gebe ich dir recht. Wäre cool, wenn jetzt das Spiel gespeichert werden würde, automatisch. Ah gut, wenn nicht, muss ich da halt nochmal hinspielen. Das ist ja jetzt nicht so das Ding. Ist nicht sehr Let's Play-freundlich, diese Speichergeschichte. Ich muss da jetzt auch gar nicht hinrennen, weil zwischendurch wird mit Sicherheit nicht gespeichert. Ja, was der Vater jetzt zu der ganzen Geschichte sagt und wie es weitergeht, seht ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt wieder aufsetze, weil wir zuletzt gespeichert haben. Aber, naja, werde ich dann rausfinden. Ich muss auch mal gucken, wegen den Folgen. Es soll ja ein Ersteinstieg sein und ich darf es nicht zu kurz halten, weil das ist ja alles hier so ein bisschen, ja, aufwendiger, ne? Lange Gespräche und bis man da was gemacht hat und so. Das kann man ja nicht vergleichen mit zum Beispiel Minecraft, wo das alles ein bisschen flotter geht. Dennoch haben wir jetzt 3 Folgen hinter uns. Ich finde, es ist ein guter Einstieg. Das Spiel sieht echt super aus und ich fürchte nur, der Kampf wird ziemlich schwer werden. Das ist nicht so eine eingängige Steuerung, finde ich. Ist, glaube ich, auch eher ein bisschen optimaler. Das Spiel gibt es auch für die Xbox und für die PlayStation. Da könnte ich mir das eher mit dem Controller vorstellen als mit der Maus. Aber gut, vielleicht täusche ich mich auch. Mal gucken. Auf jeden Fall soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt hier wieder durch das Tor gehen, mich schon mal von dem Vater postieren. Noch eine Aufnahme werde ich jetzt auch nicht dranhängen. Das heißt, egal wo ich jetzt auslogge, ich werde da wahrscheinlich erstmal wieder hinspielen müssen. Ich werde natürlich nichts anderes machen. Also es wird genau dasselbe sein, wie wir es auch eben gemacht haben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, was aus diesem friedlichen Idyll hier wird. Denn wenn solche Spiele immer so friedlich anfangen, ne, mit so... Und Vater und Mutter und alles ist gut und alle haben sich lieb, dann weiß man schon, es liegt Gefahr in der Luft und zwar ganz böse. Im Prinzip haben wir so ein bisschen die Luke Skywalker-Story aus Star Wars, wenn ich das noch zum Ende mal sagen darf. Ne? Einfacher Farmjunge, der eigentlich gerne was anderes machen möchte, sich auch eher so als Weltenbummler, als Söldner, als Soldat oder irgendwie sieht, ist aber gefangen hier in diesen ganzen dörflichen Strukturen, möchte da raus und ja, mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ich sage für heute Tschüss, macht's gut und ja, bis demnächst.